Das ist kein Mond, das ist der Todesstern. Eine Raumstation und ein so mächtiger Planetenkiller, dass einige ihn das absolute Machtinstrument im Universum nannten. Sein Superlaser konnte einen Planeten vollständig vernichten. Die Masterminds waren Grand Moff Tarkin und Orson Krennic, die Kyberkristalle, wie die in den Lichtschwertern nutzen wollten, um eine gewaltige Waffe mit Energie zu versorgen. Krennic hatte jedoch keine Ahnung, dass Galen Erso den Hauptreaktor sabotiert hatte. Ein präziser Treffer war genug, um den Todesstern zu vernichten. Die Pläne des Todessterns wurden von Galens Tochter Jyn Erso gestohlen und Luke Skywalker und die Rebellen jagten ihn in die Luft. Es dauerte über 20 Jahre, bis der erste Todesstern einsatzbereit war. Der Superlaser des zweiten Todessterns war einsatzbereit noch bevor die Raumstation fertiggestellt wurde und konnte innerhalb von Minuten statt Stunden wieder aufgeladen werden. Dann konstruierte die Erste Ordnung die noch mächtigere Starkiller Base. Sie konnte die Energie eines Sterns aufzehren und auf ein ganzes Planetensystem gleichzeitig feuern. Wie würdest du den planetenzerstörenden Todesstern aufhalten?